Servus und grüß dich auf meinem Kanal, der Bienenbastler. Ich habe vor kurzem im Bauwagen ein buckelbrütiges Volk gesehen. Das habe ich ganz entspannt zur Hälfte schon aufgelöst. Wie ich das meine, seht ihr in dem vorherigen Video. Ich verlinke euch das natürlich oben. Und heute wird das restliche Volk, was heißt Volk, das wird nicht mehr viel sein, wahrscheinlich nur noch eine Handvoll Bienen, werde ich heute komplett noch abkehren und komplett auflösen. Seid gerne dabei, lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen, da würde mich freuen. Und dann hole ich jetzt die Beute raus und gehe 50 Meter entfernt und ihr könnt zusehen, wie viele Restbienen noch im Volk vorhanden sind. Ja, ich habe jetzt das Volk eingeraucht, damit die jetzt noch Futter aufnehmen und anschließend sich besser bei den anderen Völkern einbetteln können. Besen dürfen wir nicht vergessen. Den Besen haben wir hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Abkehren. So, jetzt gehen wir ca. 50 Meter vom Bauwagen weg und dann sollte das passen. Durch die Folie möchten die ersten jetzt eh gleich wegfliegen. Die lassen wir jetzt auch gleich raus. Die finden nach Hause. Ja, wie vermutet, die Masse haben sich jetzt schon wieder verflogen sind bzw. auf ihren ursprünglichen Ort zurückgekehrt und zurückgeblieben ist so ein trauriges kleines Elend und da drin ist irgendwo die Drohnenkönigin, drohnenbrütige Dame. Die kehren wir jetzt noch komplett ab, stoßen wir ab. Jetzt nehmen wir zuerst mal alles raus. So ist es total entspannt. Die vereinzelten Bienen da sind nicht mehr wild, dadurch ich das Ganze ja vorher schon umplatziert habe, habe das andere Volk schön verstärkt. Und das nehmen wir jetzt alles mit Hause mit. Die Zangen werden gereinigt. Übrigens, wer mal sehen möchte, wie ich die Holzzangen reinige, verlinke ich euch natürlich um. Dazu habe ich im Winter mal ein ausführliches Video gemacht. Jetzt hat kommen alle restlichen Bienen runter und dann war es das schon. So was werde ich dann zu Hause einschmelzen, weil das nur noch drohen werden. Und wie gesagt, ihr seht es selber, wie erhöht das Ganze ist. Naja, hilft nicht, auch das gehört zur Imkerei. Da auch alles raus. Ja. Na, da, noch eine, da sind noch welche drin. Wie gesagt, das putzen wir jetzt gleich daheim. Die Folie vergessen wir nicht. Und jetzt haben wir somit ganz entspannt ein drohnenbrütiges Volk aufgelöst und einen Schwächling wieder verstärkt. Ja, die ersten Bienen sind schon wieder zurück am alten Platz. Das dauert jetzt, ja, ich sag mal, ist zwar immer unterschiedlich, aber so eine halbe Stunde, da haben sie gemerkt, da gibt es nichts mehr. Und dann geht es schön langsam auf die Suche. Und spätestens sind noch so mit 2-3 Stunden sieht man da eigentlich fast keine mehr. Schauen wir noch kurz, dieses Volk wurde verstärkt. Und ich bekomme jetzt noch ein zusätzliches Rämpchen.
Das war nämlich noch im drohnenbrütigen Volk okay, beziehungsweise es war, ist eigentlich leer, bis auf ein paar Pollenreste, aber das können sie bestimmt gut gebrauchen. Jetzt können wir noch kurz schauen, ob es der Königin gut geht, weil wie gesagt, alles, was vorher abgeflogen ist, ist in dieses Volk eingeflogen. Und ich hoffe, dass soweit alles geklappt hat. Hier sehen wir frischen Nektar. Dann haben wir Stifte. So ist noch nichts bebrütet. Gezeichnet müsste ich schon haben nochmal, wenn mich erst täuscht. Jetzt habe ich gar nicht auf meinen Zettel. Doch, da ist sie. Da läuft sie. Also ihr geht's gut. Da passt alles. Also das Volk wird jetzt schön verstärkt mit Bienenmasse und kriegt wahrscheinlich demnächst noch von mir ein Brutlämmchen und dann werden sie eh schon schön still oder schön langsam aufgefüttert. Die Königin kommen wir zurück. Drehen wir sie. Da ist sie. Und hier taucht sie ab. Ihr seht, so einfach und so mehr. Spannungsfrei kann man ein drohnenbrütiges Volk auflösen und habe sogar noch einen Gewinn, indem ich einen Spechling verstärke. Ich hoffe, für euch oder für eure Imkerei war wieder was dabei. Ihr konntet was für euch mitnehmen. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Vorbeischauen, für euch und anders mal.